Jo, ja, meine Leute, herzlich willkommen zu einem neuen weiteren Let's Play von OMSI 2, den Omnibus Starter. Heute sind wir unterwegs mit den MAN Line City A23G als LPG-Bus, also sprich Flüssiggas fährt er. Oder fährt mit Flüssiggas. Mit dem schönen Östra Repaint von Hannover. Genau. Würde ich sagen, schwingen wir uns rein. Eingestellt haben wir alle schon soweit. Jetzt müssen wir nur gucken, dass die Karre anspringt. Und ja, genau, würde ich sagen, schmeißen wir mal die Hütte an hier. Das Display geht hier gerade nicht, gerade muss ich den Bus einfach nochmal neu installieren. Ja, läuft dann schon unruhig die Karre. Was das durchratariert ist, glaub... Oh ja, mein. Was es durchratariert ist, glaube ich, der Fahrscheinautomat. Ja. Oh, ich sehe gerade, wir haben jetzt zwei Kameras jetzt auch diesmal. Also auch sehr cool. Naja, einmal ganz hinten. Und das hier müsste mit oder so sein. Naja, wir haben um 10.40 Uhr Abfahrt. Ja, wir sind vor hier. Loading AI. Kurz warten. Ja. So, das hier ist auch der Wiener, also der Bus ist aus Wien. Hat auch dementsprechend den Drucker. Ich weiß noch nicht so ganz, wie der funktioniert. Da muss ich mal gucken. So. Ja, das ist das. Wir sagen, fahren wir langsam los. Ich hoffe, von Tonqualität her passt es. Und genau. Ja, die Karte ist Niederberg. Oder wie sie heißt. Außer um sie Webdis. Ja, könnte ich runterladen. Das Einzige, was er dazu braucht, ist das DLC Bad Hügelsdorf. Aber ich denke mal, das hat man. Ja, auch zum Bus, den kann ich wieder gerne verlinken. Genau, auch dazu bräuchte man dann eventuell die, oder das Neo MAN Pack, das als immer so funktioniert. So, fahren wir hier rechts. Warm fahren die Bude noch. Ist noch kalt. Ja, es kommen wie gesagt lange kein Let's Play mehr. Es kommen nur momentan gerade die Fahrvideos. Ja, jetzt kommt aber heute mal ein Let's Play. Genau, auch demnächst wird wieder was zum Bus Simulator 21 kommen. Genau. Ja, auch wie gesagt, ne, wir haben hier über 300 Abonnenten jetzt. Ein 300 Abonnenten Special wird es auf jeden Fall geben. Definitiv. Lasst euch da überraschen und ja, genau. Ja, ansonsten, was gibt es eigentlich noch? Was war das jetzt hier? Hallo? Ah. Ja, ansonsten, was gibt es zu erzählen? An sich eigentlich nicht viel. Boah, was ist mit der Kamera los? Schwenkt die hin und her oder was? Ah, ich glaube, das passt nicht so ganz, ne? Naja. Thank you.
Ja, auch gesagt, von Train the World wird es auch auf jeden Fall noch was geben. Weiterhin. Genau. So, jetzt fahren wir ein Stück Landstraße. Gleich fahren wir da vorne rechts rein. Da ist wie so eine kleine Wendeschleife. Auch wie gesagt, auf der Karte gibt es nur eine Linie, weil das Ganze nur eine... Was heißt nur? Das Ganze ist halt einfach nur eine Rundfahrt, die man im Prinzip macht. Man fährt vom Bahnhof los und vom Bahnhof los und man endet am Bahnhof immer wieder. Man fährt dann immer wieder weiter im Prinzip. Ist eigentlich ganz cool gemacht. Genau, jetzt kommt ja die Wendeschleife. Da möchte keiner mit. Jetzt fahren wir hier rechts weiter. Ja, sehe ich eine schöne kleine gestaltete Map, ne? Eigentlich ganz cool gemacht so. Das war was anderes. Ja. Genau. So, jetzt fahren wir da vorne die nächste Wendeschleife wieder. Und dann fahren wir schon wieder zurück. Sehen wir es mal als Hintour. Jetzt fahren wir von hier aus wieder zurück nämlich. Genau. Ja, können wir noch schönes Fackeln machen, oder? Mal so. Genau. Würde ich sagen, düsen wir weiter.
Ja, auch wie gesagt, wenn euch das Video gefällt, lasst euch gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo. Würde mich freuen. Und ja. Dann fahren wir hier nicht mal allzu schnell rein. Mann, ey, könnt ihr euch nicht warten, ne? Junge, Junge. Ja, an sich ein echt cooles Fahrzeug, ist auf jeden Fall was Neues, sag ich mal, auch hier mit den schönen neuen modellierten oder neu gebauten Lenkrad. Auch sehr gut geworden auf jeden Fall, muss man sagen. Ja. So, jetzt fahren wir nochmal rein und dann fahren wir links weg. Dann Richtung Busbahnhof. Den ich gerade jemand gedrückt. So, jetzt geht's da vorne schon wieder in Niederberg. In den Ort rein. Ja, auf jeden Fall echt cool gemacht. Ach, der wird mit. Wir fahren mal an den Bussteig ran, weil sonst passt das ja hier nicht.
So würde ich sagen, wenn euch das Let's Play gefallen hat, lasst doch wie gesagt gerne ein Abo da, einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.